So, jetzt sind wir wieder da, also wirklich wieder da. Ich habe eigentlich ein Stück vorher schon aufgenommen, da hat dann irgendwas, ja, hat es mir irgendwas vermurkst und deswegen sind wir jetzt hier an der Stelle. Ich zeige euch noch schnell was. Und zwar gibt's, viel haben wir nicht gemacht. Also, ich bin jetzt nur ein Stück weit gelaufen. Und da gibt es hier so einen Tunneldurchgang und hier kann man eine Rüstung lernen. Die Crystal Breaker Armor. Die hier. Die offensichtlich, wenn man alle Teile trägt, einen Set-Bonus gibt, nämlich Movement Speed. Da bin ich gespannt. Ich denke, die werden wir mal craften. Ja, und jetzt sind wir hier halt an diesem Bereich. Praktisch, das sieht ein bisschen so aus wie in den Ruinen von Xulan. Und jetzt schauen wir mal, was hier oben ist. Ah, da hockt jemand. Wer ist das denn? Hosef! Das ist übrigens das ist der Shadow Legion Commander und das ist der Mod-Autor hier, der die Mod gebastelt hat. You still have not defeated the Demon King? Stop wasting my time. So, der möchte, dass wir den Demon King töten. Der befindet sich, soweit ich weiß, in einem anderen Dungeon. Das werden wir erstmal tun müssen, bevor der überhaupt mit uns redet. Anscheinend. Brauchst du einen Schlüssel? Was für einen Schlüssel brauche ich hier? Keine Ahnung. Ein Dietrich? Vielleicht. Habe ich keinen. Aber er war ja gar kein Boss. Naja, gucken wir mal hier, was da ist. Geht's hier hin? Ah, da ist noch so ein. Was ist denn das hier? Das Vieh sieht aber größer aus. Was hat das auf dem Rücken? Aua! Oh Mann! Oh, das tut weh. Meine Güte. Ah, der hat so eine Tafel auf dem Rücken. So eine Steintafel. Ah, oh, der macht richtig Schaden. Alter Schwede. Ah, der droppt dann. Das ist eine Ice Formation. Der droppt dann Machtfragmente. 11 Stück. Das ist lukrativ. Aber der haut Kellen raus, du. Also mal den Timus mal wieder heilen. Das ist ja cool. Da kann man richtig gut Machtfragmente farmen. Oh, das sieht aus wie ein Boss. Ein Wildschwein-Boss. Also schadenstechnisch sind wir wirklich hier diese Rock-Formations wirklich am übelsten. Das sieht auch aus wie ein extra Boss hier. Jetzt bauen wir aber erstmal das ab. Oh, da gab es diesmal nur Sternmetall. Okay. So. Ah. Scheiße. Ne, die Rock Formation hat uns nicht gesehen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie stark der Boss jetzt hier ist.
Würdest du ihn jetzt mal angreifen? Danke, das ist nett. Oh ja, der macht auch ganz schön Schaden. Oh, 12.000 Hitpoints. Ja, machen wir mal ein bisschen eine Heilungswolke hin. Ja, solange Timus den sauber tankt, gibt es da kein Problem. Oh, geh weg. Komm, hol dir die Agro wieder. So ist es gut. ...12.000 Hitpoints. Ja, immerhin 3-Sterne-Boss. Ich bin gespannt, was der so bietet. Ist schon cool gemacht, ne? Ja, da haben wir ihn. Nimm mal die Axt zum Abernten. Was droppt er denn? Machtfragment, Rüstungswrapkit. Naja. Oh, nochmal ein Machtfragment. Okay. Ah gut, das brauchen wir nicht. Das schmeißen wir mal alles raus. Ja, der kann auch ein bisschen was tragen. Dann haben wir hier nämlich wieder bisschen Platz im Inventar. Sehr gut. Ja, das ist nochmal ein normales Schwein. So, wo sind wir jetzt? Ich glaube, ich verlaufe mich hier total. Ja, ich wollte eigentlich die Truhe hier aufmachen. Das ist eine... wieso kann ich jetzt die Truhe hier nicht öffnen? Timos, geh mal hier rüber, bitte. Komm, geh mal hier rüber. Nee, weiß nicht. Kann man irgendwie überhaupt nicht auswählen, die Truhe. Na gut. Dann nicht. Da haben wir einen Gegner. Aua. Das tut doch weh, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Ah, hier. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. So, wo geht's hier lang? Ah ja, da haben wir auch nochmal so ein Wildschwein. Ah, da hinten kämpfen auch schon wieder welche.
Ja, die kämpfen ja auch ziemlich krass gegeneinander immer. Boah, noch ein Schwein. Komm, was kommt denn da jetzt noch angelaufen für Viechzeug? Oh nee. Was soll denn das jetzt hier? Jetzt haben wir hier hinten noch so eine Rock Formation. Der tötet jetzt, glaube ich, gerade hier den anderen. So, aber jetzt. Oh, das ist so einer mit einer Tafel auf dem Rücken. Das ist super. Auch wenn da der Timus wieder ordentlich auf die Mütze kriegen wird. Ja, auch ganz schön viel Hitpoints. Sieben Machtfragmente. Das ist super cool. Super cool. Da kriegen wir echt ordentlich Machtfragmente raus. Wo war das zweite? Ja. Jetzt habe ich hier wieder lauter Scheiß mitgenommen. Das möchte ich doch gar nicht. So. Wo geht's denn hier lang? Was ist denn das hier? Eine Mine? Oh, ein Minenschacht. Naja, cool. Was ist denn das hier? Ist das nur Eisen oder Silber oder was ist denn das? Silber? Das ist ja cool. Dann nehmen wir Silber mit. Wenn es hier schon Silber gibt in der Mine, dann nehmen wir auch Silber mit. Dass sich das lohnt. Da gibt es echt eine Menge zu entdecken. Oder da liegt ein Skelett. Das ist wahrscheinlich ein Begraben hier. Ein Felssturz, da kommen wir nicht weiter. Das schmeißen wir weg. Oh, jetzt glaube ich, kommt irgendwie ein Schneesturm. Kohle. Ah, da hinten ist eine kleine Truhe. Da gibt es auch ein Machtfragment. Und was ist hier drin? Ja, da stand doch jetzt gerade Pickup, oder? Geh mal. Press E to pick up. Ja, aber das funktioniert irgendwie nicht, wenn ich mich ducke. Press E. Ja, kann ich irgendwie nicht aufheben. Weiß nicht, vielleicht kann man die Dinger hier auch gar nicht aufheben. Das ist nur Fake. Oh ja, das klingt hier ordentlich nach Schneesturm. Also wenn der hier loslegt, sollten wir uns wieder dringend hier in die Mine zurückziehen. Damit wir nicht sterben.
Los, Timos, töte sie. Na, nicht Ast aufheben. Hier, töte mal die hier. Gib mir all deinen Loot. Ja, jetzt kommt der Schneesturm. Das ist jetzt blöd. Also noch geht's. Wir müssen halt schauen, wie kalt es wird, aber Schneesturm ist meistens ziemlich übel. Oh Gott, wo habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich meine Maske irgendwo hingeschmissen. Meine Hexendoktor-Maske. Keine Ahnung wo. Die habe ich irgendwo hingeschmissen. Da muss ich jetzt eh mal zurückschauen. Ach Gott, aber habe ich da zuletzt gewechselt? Hier, glaube ich. Da habe ich sie reingeschmissen. Na, Gott sei Dank. Ja, das ist mir schon ein paar Mal passiert. Da habe ich mein Equipment gewechselt und dann war auf einmal irgendwas weg. So. Ich wollte ja hier eigentlich jetzt das Vieh hier looten. So, im Moment geht's mit dem Schneesturm. Aber ich befürchte, das wird noch kälter. Da rennt noch einer. Stirb. Stirb. Es geht mit dem Schneesturm. Da ist eine Hütte. So, beladen wir mal den Timers. So. Bisschen Kram wieder. War ja eine Truhe. Ja, zwei Truhen. Ah, Graulotus. Rüstungsfragmente. Super. Ah, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Da geht's wieder Richtung Eingang. Und was ist hier? Jetzt kommt wahrscheinlich gleich irgendein krasses Vieh irgendwo rausgesprungen. Ich hoffe nicht. Nee, da gibt's nix. Da gibt's nix anscheinend. Okay. So, jetzt ist der Schneesturm auch wieder vorbei. Weht zwar noch ein bisschen rum, aber geht. Okay, dann sind wir wieder hier. Ah, da ist jetzt auch der Respawn wieder da. Wow. Lass mich leben.
Oh, ich muss mal hier den Timers nachbuffen. Hier mit Schweineschwarte. Angriff! Was ist denn jetzt das hier? Ha, so nicht, Freundchen. So, ich glaube, jetzt kommen wir wieder dahin, wo der Wildschwein-Boss war. Ich weiß nicht, ob wir da mal irgendwo anders auch noch abbiegen können. Das müssen wir jetzt halt echt ausprobieren. Ich kann das jetzt echt nicht sagen. Auf jeden Fall kommt da schon wieder ein Viech angelaufen. Komm, Timos. Töte den mal. Oh Gott. Ich glaube, der braucht mal ein bisschen Support. Ja, echt übel. Meine Güte, die hauen Kellen raus. Also nicht treffen lassen von diesen fiesen Rock Formations. Aber bis jetzt läuft es ja überraschend gut, bis auf den einen Boss, wo wir geflohen sind in Panik. Aber da habe ich echt Schiss, vor allem weil der auch noch fliegen kann. Das ist ja total gruselig. Ja, hier waren wir auch schon. Da war, glaube ich, dieser Wildschwein-Boss. Der ist noch nicht respawned, aber die komischen Viecher hier sind respawned. Ah ja, dann schauen wir mal weiter.